Wo bist du, Gott? Wo bist du, Gott, wenn ich verzweifle? Wie kannst du das zulassen? Hörst du mich überhaupt? Siehst du mich? Wo bist du, wenn ich mich heimatlos fühle? Wo bist du, wenn ich mich verlassen und ungeliebt fühle? Wo bist du, Gott, wenn ich Angst habe? Wo bist du, wenn ich einsam bin und meine Welt zusammenbricht? Wenn mein Leben einem Trümmerfeld gleicht? Wo bist du, Gott? Ja, diese Zweifel, vielleicht kennt ihr die auch. Ich kenne sie auch. Mich beschäftigen auch des Öfteren diese Fragen. Die Zweifel zu haben, das ist auch gut so. Es ist eben wichtig, dass man die auch zulässt. Und was noch wichtiger ist, dass man die auch ausspricht. Vielleicht der Freunde, Familie oder eine Person, die einem viel bedeutet. Aber vor allem auch Gott gegenüber. Ja, der Countdown läuft, bald ist Weihnachten. Wir von der Jugendstelle möchten euch ganz herzlich zu dieser Jugendfeste begrüßen und freuen uns, dass so viele heute auch hierher gekommen sind. Wir sind heute hier, um nochmal ganz mal bewusst nochmal innezuhalten vor den Weihnachtsfeiertagen und von dem, was alles in der Welt so geschieht. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht vielleicht diese Gedanken zulassen, ins Nachdenken kommen und sich bereit machen auf das Fest, was bald kommt. Beginnen wir ganz bewusst im Zeichen unseres Glaubens. Im Namen des Herrn, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Bitten wir jetzt ganz bewusst um das Erbarmen Gottes. Rufen wir voll Vertrauen zu ihm. Gott, du bist die Hoffnung, wenn ich ratlos bin. Du bist mein Licht am grauen Tag. Herr, erbarme dich. Du bist mein Halt, wenn ich gefallen bin. Du bist die Quelle für meine Lebensenergie. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du bist mein Begleiter in schweren Situationen. Du bist meine Kraft, wenn ich mich schwach fühle. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Sie sind in einer bildhaften Sprache und geben die Gefühlswelt
Menschen wieder. Gerade darum passen sie auch so gut in unsere heutige Welt, auch wenn die Psalmen schon mehrere tausend Jahre alt sind. Wir hören nun den Psalm 42 aus dem Alten Testament. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser sucht, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich strebe nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Tränen sind meine Nahrung bei Tag und Nacht, weil man mich ständig fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Wenn ich an früher denke, wird es mir warm ums Herz. Da zog ich mit der großen Schar zum Haus Gottes, da konnte ich mich freuen und danken in der jubelnden Menge. Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Ich weiß nicht mehr aus und ein, darum gehen meine Gedanken zu ihm. Von der Ferne bis hierher rings um mich tobst es und braust es Flut auf Flut, von ihm geschickt, Welle auf Welle rollt über mich. Am Tag wird es mir seine Güte zeigen, und der Nacht will ich ihm danken. Zu Gott will ich beten, der mir das Leben gibt. Ich sage zu ihm, zu meinem Beschützer, warum hast du mich vergessen? Warum geht es mir so elend? Und dazu quälen mich meine Feinde. Täglich werde ich von ihnen terrorisiert und sie fragen mich, wo bleibt er denn, mein Gott? Warum bin ich so mutlos? Warum wehre ich mich nicht? Warum bin ich so verzweifelt? Aber dennoch fühle ich mich geborgen in Gottes Hand. Auf Gott will ich hoffen. Ich werde ihn loben, meinen Gott, der mir hilft. Diesen inneren Zwiespalt, den wir soeben gehört haben, den kennt man vielleicht von sich selbst. Seinen eigenen Erwartungen möchte man möglichst immer in Perfektion gerecht werden, ohne die Erwartungen von den anderen auch zu enttäuschen. Fragen, die dir vielleicht bekannt sind. Wann lernst du denn endlich? Wann machst du denn jetzt nun mal dein Studium zu Ende? Sitz doch nicht immer auf der faulen Haut. Sich selber treu zu bleiben, aber den anderen nicht zu enttäuschen, ist ein Grat, zwischen dem wir uns immer hin und her bewegen. Aber so groß die Verzweiflung manchmal auch ist, so groß die Zweifel manchmal sind, gibt es dennoch einen Funken Hoffnung, auf den du vertrauen kannst. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Aber dennoch fühle ich mich geborgen in Gottes Händen. Auf Gott will ich hoffen. Ich werde ihn loben, meinen Gott, der mir hilft. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David abstammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel
trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Wort des lebendigen Gottes. Also, kann ich anfangen, Michi? Ja, ich bin so weit. Ja. Aha, ich auch. Warte mal. Also im Ablauf steht, du fängst an. Moment. Das haben wir vorher anders besprochen, oder? Also, wir haben doch vorher noch mal durchgesprochen, als Kaiser, du fängst an. Wirklich? Jetzt, du bist der Pfarrer, fang du einfach mal an, das passt. Aha, ich wusste, dass es darauf rausläuft. Also, dann fange ich an. Ist ja auch kein einfaches Thema, das wir da haben heute Abend. Und zwar fange ich da mal zu an. Bei allem, was einem das Leben so zumutet, entweder so ganz persönlich oder auch was ich so mitkriege bei anderen, die ich als Seelsorger begleite. Also, ich komme da manchmal schon ins Zweifeln. Ja, das stimmt schon, aber im Leben ein Zweifel gehört doch eigentlich zum Glauben dazu. Ich meine, jeder zweifelt mal. Du zweifelst mal, ich zweifle mal, der Papst zweifelt mal. Also, Zweifel gehören eigentlich zum Glauben dazu auch. Also muss ich mir nichts denken. Ja, genau. Also, Zweifel sind doch irgendwo wichtig, ja. Ja, vielleicht sind Zweifel für den Glauben, ja, tatsächlich auch wichtig, weil es einen weiterführt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Glaube ist ja eigentlich eine Hoffnung, wenn man es so genau nimmt. Ja. Und eine Hoffnung ist auch bloß eine richtige Hoffnung, wenn sie wirklich allem standhält, was dich im Leben, ja, was dir im Leben begegnet. Ja. Und zwar jetzt von ja, Leid, eigenem Versagen bis hin zum Tod. Das wird auf jeden Fall eigentlich jeden Mal streifen, ist so. Also das wird auf jeden Mal zukommen. Und wenn der Glaube dem standhält, wenn die Hoffnung dem standhält, dann ist es die richtige Hoffnung. Das ist es einfach. Ja. Also, weil du das jetzt gerade so sagst, Michi, ich habe das zum Beispiel einmal ganz krass erlebt, wie der Glaube einfach auch eine Hoffnung sein kann in richtig krassen Situationen. Weißt du, zum Beispiel, na gut, als mein Opa gestorben ist. Mein Opa, das war für mich eine ganz wichtige Person. Der war so auf der einen Seite so Waldarbeiter und war noch ein kleiner Bub, der ist mir manchmal im Wald und hat mir gezeigt, wie man mit der Motorsäge gesägt, bis die Oma geschimpft hat. Und der hat mich auch immer unterstützt. Also während meinem Studium zum Beispiel hat er mir immer wieder mal so ein bisschen was zugeschoben, wenn ich was brauchte. Und auf der anderen Seite war mein Opa eben auch eine Person, die für meinen Glauben total wichtig war, weil
gerade so als handfester Mann, war das auch einer, der für mich halt ein wichtiger Ratgeber war, mit dem ich so über alles eigentlich reden konnte und der einfach auch so ganz natürlich geglaubt hat. Also für den war das irgendwie so ganz selbstverständlich zu glauben. Und von dem her, für meinen Glauben ist es für mich eine der wichtigsten Personen. Und als er dann gestorben ist, der ist am Dienstag gestorben, war damals noch Kaplan in Dillingen und konnte ihn deswegen am Montag noch auf der Intensivstation besuchen und habe ihm dann die Krankensalbung gespendet und wir haben zusammen gebetet. Und das war für mich halt voll das krasse Erlebnis, weil ich halt erlebt habe, dass mein Opa, der eben da noch bei Bewusstsein war, der war jetzt nicht irgendwie panisch oder so, sondern der war ganz ruhig. Und im Gebet hatte ich dann auch so den Eindruck, dass er ja da gelassen auf seinen Tod geschaut hat. Also es war klar, dass er sterben wird in den nächsten Tagen. Und das hat mir halt gezeigt, dass der Glaube gerade dann trägt, wenn es ernst wird. Ja, da hast du recht. Das bestätigt eigentlich bloß das, was ich vorher gesagt habe, mit der Hoffnung, was ich auch schon oft selber erlebt habe. Also ich habe auch schon also Erfahrungen gemacht, auch von anderen Leuten, die eben Schicksalsschläge zum Beispiel erlitten haben, aber dadurch wurde ihr Glaube praktisch nicht geschwächt, wie sie eigentlich zu erwarten gewesen wäre, sondern noch bestärkt. Der Zweifel hat den Glauben bloß noch gestärkt, dieser Mensch. Und das ist schon sehr besonders. Ja. Also gerade so die schwierige Situation und der Zweifel, das führt einen nochmal tiefer und der Glaube wird dann zu einem Fundament, auf dem er wirklich einen sicheren Stand hat, bei allem Möglichen, was einem das Leben so zumutet. Aber jetzt sind wir ja schon richtig krass eingestiegen, Michi. Jetzt sind wir wirklich schon die richtig krassen Themen und Schicksalsschläge und so, die im Leben vorkommen, beleuchtet. Aber jetzt besteht ja das Leben, Gott sei Dank, auch aus anderen Situationen. Das meiste im Leben besteht so aus Alltag. Und, aber auch da muss man ja sagen, dass auch der Alltag, der ganz gewöhnliche Alltag, uns schon einiges zumutet. Also als Schulseelsorger denke ich zum Beispiel an Schüler, die unter Leistungsdruck stehen. Da kommt eine Klausur nach der anderen und so. Und so das Jagen nach möglichst vielen Punkten oder möglichst vielen Noten und so, möglichst guten Noten. Aber auch Familienväter, Familienmütter, die ja, unter Stress stehen, im Beruf auch. Jetzt so der ganz normale Alltag, der auch schon viel von uns anverlangt, kann uns der Glaube da auch was sagen. Ja, auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, wirklich, also gerade das Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, Leistungsdruck zum Beispiel, ich kenne das ja selber, ich war im Mai auch noch Schüler und ja, das habe ich auch sehr oft erlebt, bei mir jetzt nicht so, ich war nicht so der große Lerntyp, aber bei vielen meiner Mitschülern auch, dass die eben unter enormem Leistungsdruck standen sind auch und da ging es immer bloß darum, Leistung bringen, nur Pauken von morgens bis abends. Und ja, es war einfach eine schwierige Situation auch für die. Und da sage ich, fällt der Glaube rein und sagt, du bist nicht erst etwas, wenn du praktisch Leistung erbringst, sondern dieser Gott, an den wir glauben, für den musst du gar nichts leisten, wirklich. Du bist jemand, du hast deinen Wert und kannst dadurch etwas leisten. Dieser Gott, der liebt dich, egal was du in der Schule für Noten hast, egal was du für Leistungen erbringst, da musst du nichts leisten für den. Und das ist einfach auch eine schöne Botschaft. Und was das einen auch oft freimachen kann, so von äußeren Zwängen und äußeren Druck. Und du bist zum Beispiel schon auch so eine Person, der ich das anmerke, dass du so aus diesem Fundament des Glaubens lebst und deswegen einfach auch eine gewisse Gelassenheit ausstrahlst. Und trotzdem hört sich das auch ein bisschen so nach Vertröstung an, oder? Also, ich meine, man kann das schon sagen, ja, so Gott liebt dich, aber kommt es nicht letztlich doch auf die Abi-Note an? Moment. Na, also, da hätte ich gesagt, eben nicht. Also wirklich
Nee, weil man kann schon sagen, ja, Noten sind wichtig und das ist wirklich das Wichtigste im Leben, aber gerade die Sachen eigentlich, die auch wirklich, worauf es im Leben ankommt, also allein die Tatsache, dass wir leben dürfen, dass ich leben darf, dass du leben darfst, das ist ja eigentlich ein Geschenk sozusagen. Da haben wir ja wir nichts dazu beigetragen, wir haben ja nichts geleistet dafür, dass wir leben dürfen. Und auch unsere Mitmenschen zum Beispiel, haben wir auch nichts geleistet, dass die leben können, dass sie uns begleiten können. Und ja, wenn man jetzt nochmal dazu schaut, wenn man jetzt die Leistungen oder so anschaut, vielleicht in der Schule, allein die Tatsache, dass wir Leistungen verbringen können, ich meine Fähigkeiten, Talente oder sowas, da haben wir ja auch nichts dazu getan, dass wir das überhaupt haben, diese Fähigkeiten, sondern die sind auch ein Geschenk. Und da sage ich, der Glaube greift ja nicht genau da ein, wo es wirklich wichtig wird. Und zeigt uns, dass das Entscheidende auch ein Geschenk ist von ihm. Also genau das, was wir gerade so im Evangelium gehört haben, da steht drin, Gnade ist das Entscheidende. Gnade, Geschenke, die Gott uns in unserem Leben macht, das ist das Entscheidende. Und genau deswegen sind wir heute Abend hier auch und beten zu diesem Gott, der uns so reich beschenkt. Zu diesem Gott, der für uns da ist. Jetzt erst recht. Amen. Gott, du kennst unser Zögern und Zweifeln, wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen. Deshalb bitten wir dich um gute Ratgeber, wenn wir nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen. Wir bitten dich um Mut und Spontanität, wenn sich unsere neuen Chancen bieten. Um Vertrauen in uns selbst, wenn wir an unseren eigenen Träumen zweifeln. Wir bitten dich, erneuere uns. Um Vertrauen in dich, wenn wir selbst voller Zweifel sind. Wir bitten dich, erneuere uns. Gott, oft stellt uns das Leben vor wichtige Entscheidungen. Du willst uns Mut machen, um unseren Weg zu gehen und schenkst uns Geborgenheit. Dafür sind wir dir unendlich dankbar. Ich fürchte kein Unheil. Denn du bist dein Licht.
übervoll ist mein Becher. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Amen. Dieser Hirt, der es gut mit uns meint und unser Leben in seinen Händen trägt, ihm dürfen wir so nahe kommen, dass wir ihn Vater. So lade ich euch ein, dass wir gemeinsam das Vaterunser beten, und dazu bitte ich euch aufzustehen. Vater, unser geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. Bitten wir um den Segen Gottes. Bitten wir darum, dass das, was wir heute Abend gehört haben, dass es in unserem Leben auch erfahrbar wird. Dass Gott Hirte und Vater, für den nichts unmöglich ist, der zu uns steht und bei uns ist. Der Herr sei mit euch. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.